Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Rogue Legacy. Ja, es geht weiter. Vertigo? So, ihr habt mir so ein paar Tipps gegeben in der letzten Folge. Die werde ich natürlich auch befolgen. Zum einen stehen hier rechts ja die, sage ich jetzt mal, positiven und negativen Eigenschaften des Ritters. Und warum soll ich vertikal spielen? Nee. So, das ist Mage. Muss ich jetzt wirklich nochmal mit einem Mage spielen? A powerful spellcaster every gives you a mana. You can't see in 3D. 2D, okay. You're so heavy, enemies can't knock you back. Also das heißt, die Gegner können uns nicht zurückwerfen. Und die Sense können wir quasi spellen. Wir probieren es jetzt einfach mal. So, hier möchte ich bitte weitergehen. Hier kann ich auch nichts machen. So, und heute möchte ich mal ein bisschen weiterkommen. So. Habe ich mir mal so ein bisschen als Ziel genommen. So, ab heute gibt es natürlich auch 15 Minuten Parts. Leider. Aber ich denke, das sollte auch reichen. Ach du Schande. So, oh Gott. Alles kaputt machen. So, stirb. Komm. Und ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen mehr aufpassen. Aber ja, es war gestern das erste Mal, dass ich gezockt habe. Heute ist das zweite Mal. Ist auch nicht viel besser, ne? Aber ich wollte eben gestern noch so schnell wie möglich ein Part rausbringen. Auch wenn das vielleicht nicht so toll war. Aber... Aua. Und da haben wir schon den ersten Fail. So, einmal nach unten. Ach, das ist hier 2D, ne? Mhm, ich sehe schon. Einmal, zweimal, dreimal. Wir clearen hier mal den ganzen Raum. Habt ihr mir auch geschrieben, dass manche Räume komplett gecleared werden müssen, wenn hier Kisten oder so sind. Aber hier sehe ich, glaube ich, keine Kiste mehr. Moment, da oben. Da habe ich doch noch eine Statue gesehen. Ja, und 6 HP zurückbekommen. So, wo gehen wir denn hin? Eine gute Frage. Ich würde ja fast sagen, wir gucken mal hier nach unten, ne? Boah, da waren wieder die Stacheln. Ich hätte sie beinahe nicht gesehen. Und hier? Nein. Nicht sterben. 9 HP noch. Wow. Beinahe wieder übersehen. Da unten ist doch ein bisschen mehr, ne? Wow. Knapp. Knapp. Nein. So. Aber bevor wir jetzt quasi... Moment. Der Paladin... Farbenblind. Der hat Tourette. Kann das sein? Ich spiel mal hier die Barbarian Queen. So, ich möchte gern hier raus. Kann ich denn bei euch schon was machen? Für, ja, 190 Gold geht da natürlich noch nix. 150. Das geht. Okay. So, dann haben wir unser erstes Teil beim Blacksmith, also beim Schmied, auch in Auftrag gegeben. Ich glaube, wir haben das sogar schon an. So. Weiter geht's. Oh. Langsam wird's hier ein bisschen viel. Ganze mal ohne Schaden über... Oh, ich hab's gesehen. Nein. Na. Ja. So, dann einmal nochmal hier rüber. Ja. Zumindest hält mein Barbar hier ein bisschen was aus. So, einmal hier hoch und hier hoch. So, komm mal her. Einmal.
So, ich lasse mal zuerst den Geist hierher kommen. Und jetzt kümmere ich mich um das Skelett. Oh Gott. Ich stelle mich aber auch schon wieder an. Ja. Stirb. Da ist wieder ein Bild. Ich hab's genau gesehen. Und ich lass mich einfach so treffen, ne? Weil ich's kann. Weil ich's wirklich kann. In den Gegner renne ich auch gleich mal rein. Weil ich's auch kann. So, was hätten wir hier denn noch? Na komm her. Okay, da kann man sich quasi heilen. Das ist interessant. Das hatten wir auch noch nicht. So eine Art, sag ich jetzt mal, Heilbrunnen oder wie? Ah, das sind Teleporter. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, ne? War ich hier? Nö. Lass mich mal hier hin. Auf geht's. Ach, ich war ja hier. Ach du Scheiße. Wo geht's denn hier hin? Habe ich jetzt was Ach du Schande. Was Mysteriöses gefunden? Wow. Okay, der hat sich selbst getötet. Wow. Ist das so eine Art Super Dungeon oder wie? Die Monster hier halten so viel aus. Wow. Aber dafür kriege ich mehr Gold. Aber ich denke nicht, dass ich hier lange überleben werde. Ach du Schande. So, hier ein bisschen tricksen. Die Wand zunutze machen. So. Jetzt die zwei. Nicht zu nah ran. Boah, guckt euch mal da oben die Falle an. Wow. Ach du Schande. Also das da ist wirklich heftig. Oh, aber so viel haben wir glaube ich noch nie geschafft. So, die Frage ist natürlich jetzt Endomorph. You're so heavy, come back. A risky hero, low stats, but can land the vesting crit. Okay, das heißt, er kann Crits landen, aber hat dafür wenig Leben. You never get to ride roller coasters. Wir spielen ja nochmal Baba. So, die Frage ist jetzt, HP, ich glaube, ich investiere mal hier. Oh, und wir sind ein bisschen kleinwüchsig. So, geht vielleicht das auch noch? 350, nee. Okay, bei dir? Sprint Rune? Nein. Lass mich da nochmal rein. So. Volt Rune Helm grants your power to jump in the air multi rune stacks. Okay, und was war das jetzt nochmal? Gains the power to dash short. Oh, dashen würde ich gerne. So, dann hätten wir das jetzt. Ah ja, okay. Und wie dash ich jetzt? Ah. Man muss erstmal die Tasten finden. Das ist ja nice.
Wir sind ein bisschen klein. So, wir gehen hier gleich nach oben. Oh, jetzt dachte ich schon, ne? Blueprint. Nice. Und noch eine Blueprint. Ich glaube, da ist der Boss drin. Ja, nee, da gehe ich noch nicht rein. Für den Boss bin ich einfach noch nicht bereit. Kann man eigentlich auch... Ah, man kann auch während dem Fliegen... Noch ein Blueprint. Night Chestplate. Und noch ein Boss. Mhm. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ach du... Schande. Wow. Wow. Ich hab Angst, ich mach mir in das Höschen. Ach du Scheiße. Hab ich jetzt schon wieder so ein Dings gefunden, ne? So ein extremes. Okay. A Walking Tank. Barbaren schaut. Ja, wir spielen hier wieder, ne? Auf Mage im Moment, nee. So, machen können wir hier eh nix. Hier genauso wenig. Wir brauchen unbedingt mal ein bisschen längeren Run, um an Kohle zu kommen. Aber dafür, ich darf mich ja nicht beschweren. Im letzten Run habe ich 4 Blueprints gefunden, ne? So. So. Hätten wir das. Aua. Energie wieder voll. So, abwärts. Die Geschichte hatten wir schon mal. Habt ihr gesagt, ich muss sie nicht unbedingt... Moment. Na, war leider kein Galb mehr drin. Boah, wollt ihr mich verarschen? Ich bin fast down. Naja, defeat all enemies. Das ist aber gar nicht so einfach. Und wie soll ich da jetzt runterkommen? Ohne Schaden zu nehmen? Nein, was ein beschissenes Timing, ey. Das ist gemein, das wäre eine schöne goldene Kiste gewesen. Wir spielen doch mal Mage. Wir probieren's. So, hätten wir bei dir noch was? Moment mal, wir haben doch ein paar Blueprints bekommen. Können wir uns da was leisten? 200. Nö, können wir nicht. Geld mitnehmen. Richtig. Ach, das war wieder so einer. Okay. Boah, ich stelle mich aber auch gerade so richtig... Oh Gott. No. Zocken wir. Zocken wir. So, mit 30 Gold, ne, können wir nicht wirklich viel machen. So, ich hoffe mal, jetzt läuft's besser. So, einmal hier runter.